Willkommen zurück zu Enderal oder auch Skyrim. Bleibt ihr euch überlassen, wie ihr das nennen wollt. So, ich erinnere mich, wir haben hier vorne rechts eine schwebende Frau. Geht es euch gut? Das war nicht so geplant. Schon in Ordnung. Herrje, ihr seht wirklich fertig aus. Das werde ich wieder gut machen. Versprochen. Ich habe keine Ahnung, wie das eben passiert ist. Normalerweise spürt man bei dem Ritual allerhöchstens ein schwaches Kitzeln. Aber bei euch? Das könnte mit eurer seltsamen Aura zu tun haben. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Was meint ihr genau? Wie ist denn meine Aura denn? Schwer zu beschreiben. Irgendwie vielschichtig. Und kalt. Aber vermutlich bin ich einfach aus der Übung gekommen. Es hat funktioniert, darauf kommt's an. Euer Fieber sollte sich jetzt auf ein halbwegs erträgliches Ausmaß mindern und auch dort bleiben. Zumindest, wenn ihr auf euch Acht gebt. Die Nähe von Kristallen meiden. Es mit Lichtmagie und magischen Tränken nicht übertreiben. Ihr kennt die Palette. Gleichzeitig könnt ihr aber jetzt auch eure Fähigkeiten ausbauen, ohne Gefahr zu laufen, ein paar Tage als Orbaia aufzuwachen. Ich schlag vor, ihr geht jetzt erst einmal zurück zu Konstantin. Braucht ihr sonst noch was? Ansonsten bis bald. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab da so ein Gefühl. Das ist gut. Wofür waren diese Steinfragmente denn nun gut? Sagen wir es so, sie sollen uns schützen. Aber das wird euch der alte Arantial später vermutlich ausführlicher erzählen. Ich denke, ich weiß alles, was ich wissen muss. Bis bald. Bis bald. Was ist denn das für eine komische Geste? Ich glaube, hier kommen wir nach oben. Teil von etwas... Krass, kann ich nicht lesen. Sollte ich etwas komisch klingen oder schweigsamer sein? Ich war in den letzten Tagen etwas kränker. Das legt sich so nach den Tagen. Und ich hab... Was, gestern? Gestern, glaube ich, Mass Effect 1 komplett durchgespielt. Und es ist gerade mal Folge 9 online. So habe ich heute direkt Mass Effect 2 angefangen. Ist das nicht toll? Was haltet ihr eigentlich von massiver Vorproduktion? Ich glaube, wenn man das geschickt macht, ist das gar nicht so schlimm. Vor allem gerade bei den angehenden 1000 ist das gar nicht mal so schlecht, weil ich dann da die Folge ganz gut vorbereiten kann. Dann kann ich auch Enderal noch mit reinschmeißen. Weil ich werde so aus jeder Staffel im Endeffekt dann halt einen Teil nehmen. Es wäre schon mal nicht verkehrt, wenn ich jetzt schon 8 Folgen hätte. Dann sind wir bei der 980. Wir sind jetzt bei der 73. 80, dann nochmal 10 und noch 20 Folgen, dann sind wir bei der 1000. Jetzt kam das ganze Glitzer an. Konstantin berichten. Der ist in dem großen... Ah, wir können auch den Myradenturm von Herzland direkt finden. Es gibt ja einige und einer ist direkt hier in der Nähe. Dummerweise ist es dunkel und ich mag das nicht, dass es dunkel ist. Ein Messer, was soll ich da mit dem Messer? Oh nein, ich muss wieder niesen. Schlecht. Wo geht's denn hier nochmal runter? Ah, hier. Wir gehen runter. Altraschengrad. Nein. Macker entfernen. Den Macker entfernen. So, ich glaube, ich muss mich umdrehen.
Bin schon fast ziemlich sicher, dass sie jetzt, nee, doch nicht. Wow, Alter, was soll denn der Scheiß? Warum greift mich der Söldner an? Toll. Jetzt kommen wir so an diesen Punkt, wo ich sagen muss, ich finde hier überhaupt nichts. So, wie komme ich hoch? Ah, okay. Ja, ich glaube, ich habe den Weg zum Myradenturm gefunden. Sehr gut. Oh. Haha, ich kann den Bären besiegen, ohne ihn berührt zu haben. Meine Fresse, ey. Myradenturm im hinteren Herzland entdeckt. Hallo. Ich und er mit hätte gern einen Flug nach Ark. Soll's gehen. Ein paar können wir uns mit Brot und sowas eindecken. Das ist ein Sonnentempel, okay. Sonnentempel. Die Ralata ist eine Sekte, die in den Tunneln der Unterstadt haust und von dem mysteriösen Vater angeführt wird. Gegen Bezahlung bietet er jenen Unterstädtlern Schutz an, die sich selbst nicht zu wehren wissen. Groschen hätte ich gerne. Ja, stimmt, hier ist ja nichts los. Muss ich erstmal übernachten. Glaub, das ist auch erstmal das, Was? Die Bank? Hm. Warte, ich könnte Kredit aufnehmen hier. Muss mal kurz gucken, wo der Ort ist, wo man sich hauen kann. Schreitet wohl. Tu ich auch. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Da hast du allerdings recht. Ich suche eigentlich den Ort, wo man hingehen kann, wenn man. Ihr wisst schon was. Ich kann mich auch irgendwo hinsetzen und warten. Kommt der gleiche Effekt bei raus. Ich glaube, das mache ich sogar. Niemand.
Hier. Da, 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 da. Ich glaube, hier war ich auch noch nie. Mal fast zum Gruß. Ist das die, die ich brauchte? Ist ja geil. Magister Ragon schickt mich. Ihr werdet in seinem Tempel vermisst. Das ist schön für ihn. Tempel? Jetzt lasst mich in Frieden. So ein Tempel. Was ist los mit euch? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Das hier ist ein Friedhof. Das ist ein Grab und ich knie davor. Mir könnte es nicht besser gehen. Verzeiht. Das richtete sich nicht gegen euch. Ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Wessen Grab ist das? Wer liegt denn dort begraben? Meine Schwester. Gidea. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es gab diesen Zwischenfall im Tempel. Der rote Wahnsinn. Gisseiro. Dann habt ihr davon gehört. Meine Schwester. Sie war auch Novizin wie ich und sie... Wisst ihr, sie... Sie hatte diesen Jungen kennengelernt. Er Gesundheit. War Schatten des Pfades. Und weder unsere Eltern noch der Heilige Orden hätten es gestattet. Mir hat sie sich anvertraut. Sie hatte vor, mit ihm durchzubrennen, wie in den Badenliedern. Ich habe gesagt, dass es unser Pfad sei, dem Orden zu dienen und dass ihn zu verlassen Sünde wäre. 3 Tage später ist es passiert. Sie ist bei Jeros Tat umgekommen und ihr geht euch die Schuld, richtig? Ihr sagt das, als wäre es ungerechtfertigt. Aber es ist so. Ohne mich wäre sie jetzt in Dünenheim und würde ein neues Leben aufbauen. Ich bin schuld daran, dass sie an diesem Tag zur Lehrstunde erschienen ist. Egal, wie ich es mir versuche, zurechtzureden. Es ist die Wahrheit. Niemand hätte das kommen sehen können. Auch ihr nicht. Wenn etwas schuld ist, dann der rote Wahnsinn. Das ist leicht für euch zu sagen. Naja, ich sollte zurück zum Tempel. Danke für eure Worte. Ich hab zu danken. Jetzt können wir nämlich gleich 2 Quests da oben abschließen. Warum gehe ich denn zu Kaserne? Ein Viereck steht vor mir und ist jetzt verschwunden. Warum bin ich jetzt hier? Hat bestimmt einen Grund. Ist bestimmt eine Abkürzung. Das war aber echt glücklicher Zufall, dass ich ausgerechnet vom Myradenturm auskam, wäre ich von der anderen Seite hier hingegangen. Dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht gesehen. Bling. Hm? Was wollt ihr? Bling. Bling. Dein Gold. Ich hoffe, die Bäume da hinten sind korrekt grafisch. Ich erinnere mich noch an die total überlila Wolken, lila Wolken, ja. Die lila Bäume, die ich da hatte. So in Folge 26 oder so, ich... hab ja immer noch das Best-of in den Augen. Und ich bin dabei, Best-of tatsächlich zu machen. Das ist nur eine. Das dauert nur ewig. Ich muss 900 Folgen nachgucken. Also. Spätestens bei anderen mache ich dann Schluss. Haltet wohl. Hallo. Hallo. Alles danach wäre dann Best-of Anderal. So, einer ist hier, der andere ist da. Das ist ja wunderbar. So gehe ich dann in dieses Haus und werde dort finden den einen beim Schmaus. Quest ist abgeschlossen.
Ihr gehört nicht zum Orden. Was tut ihr hier? Ich suche eigentlich jemand anderen, nicht du. Der andere ist eine Etage oben. Ich suche die Treppe. Das Symbol scheint geklaut. Ist ja nicht so, dass wir auch so schon genug zu tun hätten. Das Symbol sieht aus wie das von Neverwinter Nights. So, dann wollen wir doch mal sehen. Wer sind du? Novitz. Oh, der Reflex, ey. Der seit ISO drin ist. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Mein Name ist Trillo. Ich bin hier und... Oder andersrum, mein Name ist Lola und ich bin hier unterwegs. Gesundheit. Kenn ich. Geht mir genauso. Ist es wichtig? Oh, cooler Gesang. Geil. Unzuverlässig. Unzuverlässig und dumm. Das sind sie alle. Ach, halt dein Maul. Schreitet wohl. Ich habe Elia gefunden. Sie war auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entlohnen. Jetzt entschuldige ich mich. Wir Luft. Haben eine Menge zu tun. Du hast Luft erhalten. Immerhin Groschen, das finde ich gut. Bleib so fern wie am ersten Tag.